Hallo und herzlich willkommen zurück bei Civilization 6 auf Gottheit mit Amerika als Bullmoose und auf dem Weg, jetzt endlich die ersten Spione zu bauen und sie dann in Richtung von Vietnam zu schicken. Ich weiß historisch nicht ganz akkurat, wir als Amerikaner hätten eigentlich das Militär vorgeschickt, aber in unserer Spielvariante auf einem friedlichen Weg machen wir es nicht mit roher Gewalt, sondern ja, so ein bisschen hinterlistig mit Spionen. Gehen wir weiter in die nächste Runde. Eine Quadrireme hier, die noch fahren kann. Schauen, ob es vielleicht doch noch irgendwo Einheiten gibt. Da ist dann der Schnee. Ach, gucken wir mal da weiter. Ach, da ist noch ein bisschen Land. So. Sehe ich von hier noch Einheiten? Nö. Dann gehen wir dahin. Genau, wir haben jetzt unseren Händler, wie erwartet. Und den kann ich nur nach Vietnam schicken oder zu Stadtstaaten, nicht zu anderen Ländern. Dann ist doch ist auch an dem Fall Washington die beste Lösung. Und da dürfen jetzt eigentlich keine Barbaren durchkommen, vermute ich. Genau, hier mal auch die Quadrireme. Dann haben wir denn hier einen Kommandante General. Naja, Großkolumbien ist da schon militärisch unterwegs. CO2 nicht als Gift. Pflanzen und Organismen, die Schalen bilden und Korallen, sehen es als Baumaterial. Genau. Ein Weltwunder, ein Naturwunder natürlich, das leider nicht bei uns ist, sondern bei Großkolumbien. Das hätte ja richtig gut zu uns gepasst, bringt Nahrung und Forschung. War, dann gehen wir weiter. Da ist eine Stadt. Baltimore, was haben wir so in der Produktion drin? Wir können defensive Gebäude bauen, Wunder bauen, Spione bauen. Das wären die Sachen, die schneller gehen. Genau. Die Hafenkarte haben wir momentan nicht drin. Die werden wir sicherlich irgendwann wieder reintun, aber deswegen bauen wir mal noch keinen Hafen. Ja, also dann gehen wir erstmal mit den Mauern weiter, glaube ich. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Ja, das passt eigentlich. Ja, es dauert halt leider natürlich immer noch ein bisschen, bis wir da endlich mal hier vorkommen, bis zum Naturschutz. Da sind doch noch einige Runden zu machen. Wäre natürlich gut, wenn wir die Kultur noch ein bisschen voranbringen würden. Anziehungskraft ist hier sehr, sehr hoch, aber hier eben leider nicht. Da ist doch einiges noch an Regenwald, der dafür weg müsste, um die Anziehungskraft doch ein bisschen zu erhöhen. Ja, da müssen wir irgendwann mal einen Bautrupp uns zulegen. Gucken wir mal. Ich mal gleich einen neuen neues Regierungsgebäude. Wir sind alle Gesellen in einem Handwerk, in dem nie jemand Meister wird. Ja. Keine Sachen, die so interessant sind für uns, weil es die Anziehungskraft immer verringert. Also Minen, Industriebezirke, alles nicht sonderlich gut für uns. Was ist das? Ach, das sind die Niederlande wohl. Wir bleiben mal da. Und ja, da ziehen wir uns auch zurück. So, da haben wir einen Spion. Das ist unser erster Spion. Der hier braucht ja noch ein paar Runden. Und mit dem würde ich ja doch gerne nach Vietnam gehen. Und wenn man das hier so sieht, das ist schon der Hammer, ne? Die haben überall einen Campus drin, die haben überall einen Tant drin und überall einen Theaterplatz. Krass. Hue ist schon eine recht gute Stadt. Ich glaube, da wird es sich lohnen. Gehen wir dahin. Dann eine fremde Stadt bekommt Unabhängigkeit, ja, hier ein Geschenk an England sozusagen von Vietnam. Da können wir jetzt weitergehen, wir könnten die Weiden verbessern. Ja, das können wir mal machen, sind ja nur zwei Runden, dauert nicht so lange. Wie gesagt, ansonsten wäre auch hier noch die Schiffswerft langfristig interessant, also die Massenproduktion als Forschung oder hier die Belagerungstaktiken mit den Renaissance-Mauern. Verbotene Stadt, das ist halt irrsinnig lang.
wirklich, wirklich lang. Die Mauern gehen schnell. Ja, die nehmen wir mit. Und diese Stadt hier, was haben wir denn da gebaut? Wahrscheinlich haben wir auch Mauern hier drin gehabt irgendwie. Was wollen wir denn da machen? Charleston. Das Handelszentrum hat man hier als Idee, genau. Das könnten wir eigentlich machen. Ich glaube, das machen wir. Mehr Gold ist gut. Können wir gebrauchen, auch später. Also kann man immer gebrauchen im Spiel. Und Krieger geht hier weiter. Hier ist ein Stadtstaat. Ein religiöser Stadtstaat, nämlich Armagh. Die wollen ein Schutzgebiet. Das kann durchaus sein, dass es mal kommt. Wir können ja hier nochmal gucken, was wollen die denn alle? Heilige Städte, großer Musiker, Musketier, Musiker, Handelsweg, Lager und Schutzgebiet. Ja, viel auf Bezirke, das ist halt leider nicht so unser Spiel. Ein Gouverneurtitel bekommen, da wäre es jetzt wahrscheinlich sinnvoll, Armani nochmal irgendwo hin zu tun. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und dann nehmen wir es aber in... Machen wir erstmal das hier weg und dann in eine der Städte. Entweder hier hin. Nach Buffalo. Oder nach Los Angeles. Ah, ich schick's mal nach Los Angeles. Die brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr... Loyalität. Im Moment nicht, aber ich weiß nicht, wenn wir doch mal Douglas-Zeitalter kommen, dann sinkt es da vielleicht. Umgekehrt würden wir... Nee, ich glaube, es passt schon ganz gut so. Außer die haben jetzt ein Wohnraumproblem. Nee, haben sie nicht. Das geht schon. Andere Frage wäre mit Siedler. Ob wir doch das Risiko eingehen und probieren, hier oben zu siedeln. Weil die werden hier jetzt noch ein bisschen zubauen und dann ist die Frage, wie gut kommt man da oben hin? Also aktuell ist hier natürlich noch alles bebaubar. Allerdings ist hier auch ein Barbarenlager und das ist natürlich schon ein ziemlicher Nachteil. Und es dauert einfach lange, da hinzufahren. Also an sich würde ich ja auch gerne hier die Siedler bauen. Aber das ist einfach viel zu lange. 37 Runden. Wir würden natürlich die Politikkarte reinmachen und dann wäre es halbiert. Aber das ist schon ein Riesenbrocken. Würden die hier sagen, die, ja, da wären wir bei 6 Runden damit im Siedler. Das ist natürlich schon viel besser. Vielleicht wäre es auch mal gut, wenn wir hier noch ein bisschen was sehen würden. Ja. Aber eigentlich müssen wir am Ende da hoch. Und das Blöde ist, wie lange dauert denn sowas? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal, nehmen wir mal an diesen Schwertkämpfer, bis der mal hier oben ist. Ja, 20 Runden. Also das ist schon ziemlicher Brocken und von unten dauert es halt noch länger. Der kann sich da drin immer heilen. Könnte man auch... ich meine, gute Felder wären es schon, die wir da kriegen würden. Das auf jeden Fall. Müssten wir halt das Militär auch noch mitschicken, so um die Einheiten auch beschützen zu können. Aber gibt auf jeden Fall auch richtig tolle Felder hier oben, ne? Gibt auch einiges an Wald. Wir können mal hier auf die Anziehungskraft gucken, ne? Also da ist hier eine gute Anziehungskraft, auch hier eine gute Anziehungskraft. Das sieht schon sehr, sehr interessant aus auf jeden Fall. Da oben wäre es theoretisch auch noch möglich. Und dann, sage ich mal, diese Insel für uns noch zu haben, wäre schon toll. Wie lang bräuchte es denn hier? 17. Hier bauen wir ja noch das Weltwunder. Ja. Also die Mauern bauen wir gerade noch. Spion baue ich auch gerade noch. Handelsweg zu Verbündeten schicken wir aktuell eigentlich nicht. Aber die würde ich dann trotzdem gerne irgendwann mal reinnehmen, wenn wir es dann tun. Und dann machen wir das mit dem Siedler. Siedler,
Gold durch jeden Gesandten. Das ist eigentlich immer noch ganz gut. Lager- und Hafenbezirke müssen wir eben auch irgendwann mit reintun. Politik bestätigen und dann machen wir es hier, dass wir stattdessen einen Siedler bauen. 8 Runden. Und da wird es natürlich deutlich länger dauern. Da vielleicht noch ein Siedler. Ja, werden halt 13 Runden, ist immer noch lange. Also rein interessenhalber, wie lange wird es da dauern? 12 Runden. Ja, ich will's probieren. Weil das wären schon tolle Sachen da oben. Müssen wir da ein bisschen Militär mitschicken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dieses Militär hier dafür benutzen. Ja. Und dann probieren wir mal diese Insel da oben vielleicht noch auf unsere Seite zu ziehen. Mal gucken, ob es klappt. Kann auch sein, dass es scheitert, weil Großkolumbien sich dahin ausbreitet. Und Kolumbien mag uns auch leider nicht so. Da ist natürlich auch immer die Gefahr, dass sie uns mal den Krieg erklären, wenn wir bei ihnen in der Nähe sind. Haben die noch Agenten irgendwie? Ne, wir sehen nur die hier. Wir sehen nicht, was er für eine versteckte Agenda hat. Und ja, einen unbekannten Grund, die ersten Eindrücke sind schlecht. Haben die auch noch später getroffen als die anderen auf jeden Fall. Okay, nächste Runde. Irgendwo ist Krieg. Gegen Stadtstaat wahrscheinlich. Ja, Indonesien greift Kaguana an. Also Indonesien ist da sehr militant gegen die Stadtstaaten. Nicht nett, auf jeden Fall. Überhaupt nicht nett. Da ist Rotterdam. Hallo Rotterdam. Und eine Quadrireme. Mit der können wir eigentlich auch mal rausfahren und noch ein bisschen versuchen zu entdecken. Und die fährt eher so ein bisschen mal unten rum lang und gucken, was es da noch gibt. Und der Krieger macht das gleiche, bloß dass er halt an Land herumläuft. So. Ja. Und wieder eine Runde weiter. Dem Steigbügel und dem Boden. Steigbügel, mehr Nahrung durch Weiden. Und den Humanismus haben wir auch noch dazu. So, die Weiden, die haben wir ja zum Beispiel hier. Das heißt, diese Stadt kann jetzt ganz gut wachsen. Allianz ist abgelaufen mit den Niederlanden, die will ich gerne erneuern. Ja, sie mögen uns. Schicken wir auch. Eine dauerhafte Botschaft ist auch gut, die schicken wir auch hin. Haben wir jetzt nämlich hier eine höhere Zugriffsstufe und sehen. Sie mag Zivilisationen, die im goldenen Zeitalter sind. Außerdem eine Allianz eingehen. Da haben wir uns ja die Militärallianz vorgenommen mit den Niederlanden. So, und New Orleans hat den Unterhaltungskomplex fertiggestellt und deswegen ist auch dieses Feld jetzt besser geworden. Bringt uns jetzt richtig, richtig viel Kultur. Sehr schön. Der Theaterplatz wäre jetzt auch noch irgendwo möglich. Wir könnten hier zum Beispiel für plus 3 einen Theaterplatz bauen, was ich eigentlich ganz gut fände. Ja. Ja, machen wir mal den Theaterplatz. Der mit dem plus 3 Nachbarschaftsbonus ist schon ganz gut und da wir so ein kultureller Haufen sind, passt der da natürlich auch hin. So, in der Forschung weiter. Salpeter könnte man entdecken. Es ist natürlich für uns nicht so wichtig. Belagerungstaktiken könnten wir uns überlegen. Oder eben in die Massenproduktion gehen. Würde uns mehr Produktion bringen, das sind natürlich auch Sachen, die wir brauchen. Ich glaube, dann
Es hat alles seine Berechtigung auf jeden Fall. Ich gehe aber doch zuerst mal jetzt über diesen Weg, denn ich will erst diesen Vorteil mitnehmen. Die Sachen können wir uns immer noch bauen dann mit der Zeit. Quadrireme geht mal weiter. Deckt aber nicht so viel. Dorf vielleicht auch nochmal durchfahren. Gibt es da irgendwas zu sehen? Ich glaube nicht. Nee. Mich irritiert die Farbe immer, weil Großkolumbien ist meistens in Blau dargestellt und jetzt haben die so eine Farbe wie die Nubier. Und ja, das ist ein bisschen komisch. Okay, Bogota am Rio Magdalena. Ja, Kulturbaum geht auch weiter. Die Aufklärung ist, sagen so ein Tourismus-Defensiv-Vorteil. Also gegnerischer Tourismus wird eben... Religiöser Tourismus wird halbiert. Wenn dann Gegner viel über religiösen Tourismus geht, hilft das natürlich enorm. Ja, und das hier ist einfach nur wichtig, weil wir diesen Baum hier machen wollen. Großen Händler bekommen wir jetzt wahrscheinlich eh nicht so fix. Können da nochmal reingucken in die großen Persönlichkeiten. Aber da sehe ich auch aktuell nichts wirklich mit Tourismus. Nee. Hier ist was mit Kultur, aber in Werkstätten und wir haben keine Werkstätte. Nicht sonderlich so gut für uns. So, Buffalo kann weiterbauen. Die Mauern haben sie erstmal abgeschlossen. Erstmal will ich hier nochmal in die Regierung reingucken. Also wir bauen ja den Siedler, das ist okay. Das machen wir jetzt einfach mal so. Genau, wir bauen auch noch Spione weiter und... Defensive Gebäude bauen wir gerade nicht so viele, oder? Dann würde ich fast sagen, das ändern wir mal und bauen später bei den defensiven Gebäuden weiter, wenn wir nämlich die anderen Mauern dann haben. Wir könnten die Wassermühle noch bauen, die ist halt aktuell noch mit 100% Produktion gestärkt. Machen wir mal die defensiven Gebäude raus und stattdessen rein kommt wahrscheinlich das ja Lager- und Hafenbezirke, genau. Ansonsten haben wir hier Sachen dazu bekommen für große Ingenieure und große Künstler. Ja, wir könnten große Künstlerpunkte kriegen, große Kunstmuseen haben wir aktuell noch nicht. Sollten wir aber irgendwann mal bauen. Gold durch Gesandte sind natürlich immer noch sehr, sehr schön. Wunder bauen wir auch noch. Ich meine, die andere Option wäre dann doch mal noch Handwerker zu nehmen. Und dann vielleicht so für ein paar Runden oder sowas mal dieses Gold hier rauszunehmen. Ja, wobei wir bauen jetzt eigentlich auch wirklich viel Häfen. Das ist dann auch erstmal ganz gut. Ich glaube, dann machen wir das. Ja, bauen wir damit die Häfen, das ist okay. Und würde es dann dabei belassen. Ja, komm mal da hoch. Was bauen wir denn hier so? Hier bauen wir eben die Mauern, aber dann machen wir jetzt den Hafen. Schauen hier runter. Nehmen hier die Wassermühle mit, denn da haben wir ja auch noch zusätzliche Produktion durch den Weltkongress hier. Plus 100% Produktion für Stadtzentrumsgebäude. Und Mauern, genau, sind eigentlich gerade nirgendwo relevant. Ja, okay. Dann gehen wir wieder weiter. Was natürlich auch noch ein sehr, sehr wichtiges Gebäude für uns sein wird, da muss ich mal erstmal schauen, wo das ist. Aber das ist die Zuflucht. Ja, das ist beim Naturschutz dann. Also Naturschutz ist eine sehr, sehr wichtige Ausrichtung für uns. Wir bekommen hier den Naturforscher.
Und vor allem eben, wie gesagt, die Zuflucht, die würde uns auch noch Wissenschaft und Gold bringen in den bezaubernden Geländefeldern und bei den atemberaubenden Geländefeldern sogar auch noch Produktion. Und Produktion brauchen wir ja auch. Bisschen spät im Spiel für uns leider, aber ja, trotzdem. Also wir werden ja viele Felder davon haben. Dann werden wir im Endgame wahrscheinlich doch nochmal eine deutliche Produktionssteigerung haben im Vergleich. Mit dem Krieger kommen wir natürlich hier nicht so viel voran, wenn da viel Dschungel ist und Sumpf etc. Aber trotzdem entdecken wir die Welt ganz gut, glaube ich. Wäre mal spannend zu sehen, was die Gegner so bisher entdeckt haben, wie viel die von der Welt erkundet haben. Aber ich denke, wir haben eine ganz gute Sicht vergleichsweise. Hier nochmal als Überblick, wir sind weiterhin Vorletzter, was Forschung und Kultur angeht. Vietnam ist selbstverständlich vorne. Und haben ungefähr 200 bei beiden, also ja, viel, viel mehr als wir. Ja, dreimal so viel Forschung, zweimal so viel Kultur in etwa. Das wird nicht so einfach aufzuholen. Ja, schau mal noch, ob wir irgendwie was handeln können. Das wäre ja auch mal interessant. Überlegt, wir könnten auch ein bisschen diplomatische Gunst verkaufen. Wie viel, wenn wir uns 58 Gold pro Runde geben würden, wenn wir... Macht einen gerechten Vorschlag. Das wären 17 Gold pro Runde. Wenn wir jetzt aber 300 verkaufen würden, da würden sie uns 51 Gold pro Runde geben. Das heißt, das ist schon echt viel. Ich glaube, das können wir mal annehmen. Bald wird abgestimmt. deutlicher Goldbonus jetzt wieder. Das wird, glaube ich, dann nächste Runde angezeigt. Und nächste Runde. Genau, jetzt sehen wir es, diese. Jetzt haben wir über 100 Gold pro Runde. Manchmal hätte man vielleicht ein bisschen früher schon machen können in dem Spiel, dass man da mal diese diplomatische Gunst verhandeln. Weil wir sehr, sehr viel haben und wir brauchen nicht alle. Ein bisschen was ist schon ganz gut zum Abstimmen, aber alle brauchen wir nicht. So wichtig sind die Abstimmungen dann auch nicht für uns. So, die Quadrireme fährt weiter. Diese hier tut es ihr gleich. Ja, der Krieger, der geht, glaube ich, ein bisschen so ins Lande rein. Wie viele Runden sind da noch? 7 Runden der Produktionsbonus. Das heißt, für eins davon, Stadtmauern würde ich jetzt nicht bauen, sondern Monument oder Wassermühle. Und das Monument, das ist jetzt erstmal wichtiger. Das kommt in einer Runde dazu. Okay. Anziehungskraft ist hier aber sehr gut. Aber leider kein Bonus, weil kein Wald oder sowas da ist. Ein bisschen schade. Ja. Eine Runde weiter. Hui, eine Naturkatastrophe tritt auf, ein Tornado. Er kann zum Glück noch nicht viel kaputt machen dort im Moment. Fegt jetzt da lang. Ich meine, der kann halt den Städten schon ein bisschen Schaden machen, zum Beispiel. Bezirke haben wir nicht so viel. Also ich hoffe mal nicht, dass er da oben rüber fegt. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Idealerweise geht er nach da unten, aber das müssen wir halt gucken. Armani ist jetzt etabliert. Hier ist ein Weltwunder gebaut worden, Alhambra. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Und beobachten da mal weiter, was passiert mit dem Tornado.
zeichnet einen gebildeten Geist aus. Ja, das war so eine Übergangstechnologie eher von uns, weil wir ja zur Massenproduktion wollen. Sägewerk wollen wir nicht bauen, wir wollen den Wald so lassen, wie er ist. Aber wir wollen die Schiffswerften bauen in den Häfen. Oh, da ist doch noch eine Einheit, okay. Ich dachte, wir haben schon alle weggehauen. So, unser erster Spion ist angekommen. Den lassen wir erstmal Quellen beschaffen, weil er dann auf höheren Stufen operiert. Aktuell ist einfach hier die Wahrscheinlichkeit noch zu gering und wir wollen nicht, dass die Spione getötet werden oder gefangen werden, weil Spione brauchen schon auch viel Produktion und es ist schon ärgerlich, wenn die weg sind. Deswegen die Produktion hier noch zu niedrig, die Wahrscheinlichkeit noch zu niedrig, dass die Mission funktioniert. Dieses Quellenbeschaffen und der Horchposten, die beiden funktionieren immer. Und dann machen wir das und sehen mal danach, wie hoch danach die Wahrscheinlichkeit ist. Am liebsten würde ich natürlich große Werke stehlen, aber da ist die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass es funktioniert. Mal gucken. Krieger läuft weiter. So, das Unwetter schadet hier den Einheiten und hat leider, glaube ich, mein Luxusgut zerstört. Das ist ja ärgerlich. Schade. Da brauchen wir dann wieder einen Handwerker dafür. Ich glaube, Glauben können wir uns aktuell noch nichts kaufen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wir uns den Glauben eigentlich sehr gerne aufsparen können, um später dann die ganzen Nationalparks zu bauen. Ui, 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 ui. Da muss ich jetzt doch schnell probieren, wieder abzuhauen. Um mich in Los Angeles wieder zu heilen. Noch ein Stammesdorf. Ich glaube, damit haben wir fast alles abgegrast da eigentlich. Der nächste Spion, wir haben ja den einen nach Hue geschickt, dorthin. Dann könnte ich mir doch vorstellen, noch einen in die Hauptstadt zu schicken, nach Thanglong. Die Stadt ist übrigens direkt neben einem Vulkan, was einerseits die Bevölkerung regelmäßig dezimiert, gleichzeitig aber natürlich auch sehr, sehr tolle Geländefelder ermöglicht. England ist die Freundschaft ausgelaufen. Wir richten mal eine dauerhafte Botschaft ein. Dann sehen wir auch diese Agenda. Stehendes Heer. Mag große Armeen, die haben wir natürlich nicht, das ist schlecht. Aber an sich, wenn wir erstmal befreundet sind, dann sind wir meistens auch Freunde. Dann ändert sich da meistens nichts mehr. Freundschaft verkünden. Werden beide profitieren, gehen wir mal von aus und können wieder eine Allianz eingehen und nehmen die wirtschaftliche Allianz. Jawohl, auf Wiedersehen. Da gibt es Vulkanausbruch. Das Unwetter ist abgeklungen, hat Auckland ein bisschen verwüstet. Und wir können hier weiterbauen. Die Frage ist, ob wir den Theaterplatz zuerst bauen wollen oder doch lieber mal den Staudamm irgendwann platzieren. Herr Siedler wäre auch irgendwann mal möglich. Staudamm. Wie viel kostet denn das Feld? Ups. 180 Gold ist schon ein Happen, aber ich würde halt eigentlich gerne auf Nummer sicher gehen. Ja, wir nehmen das mal und dann bauen wir jetzt den Staudamm. Bringt außerdem auch noch Wohnraum. Und danach können wir hier den Theaterplatz noch weiter bauen. Aber 18 Runden ist natürlich auch eine ordentliche Ansage. Ist schon einiges an Produktion, was notwendig ist und da haben wir gar nicht so viel davon. Oh, die verbotene Stadt wurde gebaut. Wo denn das? Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Dann habe ich das falsch gesehen irgendwie. Weltwunder wurde auf jeden Fall irgendwie gebaut. Genau, ja, nee, dann gehen wir wieder weiter. Wir gucken da oben, passt alles von der Produktion her? Haben wir die richtigen Sachen drin? Ich meine ja. Hier wird jetzt das Weltwunder fertig, das Mausoleum von Halikarnassos, und das dürfte hier nochmal Kultur richtig, richtig boosten. Das schauen wir uns gleich mal an. Ja, die Stadt hat jetzt eh schon viel Kultur, aber das kriegt nochmal einiges dazu.
riesiges Grab thront über mir in Halikarnassos. Von solchen Ausmaßen, von solch exquisiter Schönheit, derer kein anderer Schatten sich rühmen kann. Ein sehr schönes Weltwunder, also baue ich wirklich gerne. Sieht auch noch schön aus dazu, aber natürlich ist auch der Effekt toll. Und jetzt sehen wir hier schon in diesen, hier überall, diese Wasserfelder haben jetzt hier Forschung, Kultur, Glauben. Also haben alles erhöht davon. Wir sind fast bei 100 Kultur inzwischen. Und ja, diese Stadt, die dürfte halt wirklich schnell, schnell wachsen. Da, wie viele Runden dauert das hier? 6 Runden bis zum nächsten Feld. Also da kommt immer wieder was dazu. Neue Wasserressource, sehr gut. Aber es ist sogar diese Runde hier schon ein Feld dazugekommen. Also das hier. Wow, ja, sehr, sehr gut. Was können wir denn hier weiterbauen? Also die mittelalterlichen Mauern machen wir noch nicht. Da warten wir, bis wir die Karte wieder drin haben. Der Hafen ist ja aktuell drin. Das können wir in 6 Runden dann machen. So ein Theaterplatz wäre zum Beispiel möglich. Andererseits ist natürlich hier, wir haben auch Kultur da. Aber ich denke nicht, dass wir dieses Feld wirklich bebauen werden oder benutzen werden irgendwie. Da sind viele andere Felder, die deutlich besser sind als dieses Feld. Und deswegen kann ich mir das eigentlich vorstellen. Ich wollte eigentlich in die andere Stadt erstmal gucken. Hier. Boston. Hui Teocalli gäbe es noch, ne? Ja. Ja, ja, ja. Aber hier Theaterplatz. Und dann finde ich den hier eigentlich ganz schön. Die Felder da unten kann man auch noch mit Bezirken dann zukleistern. Schauen wir mal. Aber machen wir erstmal hier Theaterplatz. Jetzt haben wir hier einen Siedler gebaut. Könnten wir vielleicht gleich noch einen hinterher schicken. Ja, machen wir mal. Und Buffalo hat auch das fertig gebaut, was sie fertig bauen wollten. Wir müssen jetzt auch erstmal keine Spione mehr schneller bauen. Das heißt, diese Karte wird gleich rausgenommen werden. Da könnte ich mir vorstellen, jetzt tatsächlich nochmal vereinzelte Bautrupps zu bauen. Wirklich vereinzelte. Wir brauchen ja nicht viele. Ja. Machen wir jetzt schon mal, dauert 10 Runden. Der Siedler kommt dahin. Und den Siedler müssen wir ja irgendwie auch begleiten. Ui, da ist schon Kavallerie. Das ist natürlich auch stark. Den Siedler müssen wir begleiten. dann gehen wir mal ins Wasser. Und ich glaube, auch den Schwertkämpfer würde ich langfristig gerne mitschicken. Wobei der sich auch eigentlich erstmal heilen sollte. Haben wir noch irgendwelche anderen Einheiten dazu? Hier unten wäre noch ein Bogenschütze, den können wir auch mitschicken. Schicken wir auch mit. Denn wir haben ja auch Mauern, die Mauern verteidigen, helfen schon mal sehr, sehr gut bei der Verteidigung bisher. Da brauchen wir aktuell eigentlich keine Einheiten, auch nicht, wenn mal Barbaren kommen oder so. Wohnraumprobleme haben wir hier in Charleston. Da haben wir einen Zeitalterpunkt. Und da haben wir gesagt, machen wir den Handwerker rein, damit wir danach die Handwerkerkarte bekommen. Ja. Ich könnte das mal bauen. Oder wie lange dauert das noch? 3 Runden. Oder wir hauen jetzt auch hier, ich glaube, wir bauen auch hier mal den Handwerker und machen jetzt nächste Runde diese Karte rein. Hier dauert es mir noch. Nee, da will ich lieber den Vorteil mitnehmen. 3 Runden sind es noch, dass das Monument gebaut wird. Genau. Und dann kommt eben nächste Runde diese Karte dazu. Nachdem ich eine Nicht-Marktwirtschaft gesehen hatte, verstand ich plötzlich viel besser, was mir an einer Marktwirtschaft gefiel. Okay. Ja, die Einheit muss ich jetzt leider erstmal heilen. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Der Siedler... Ich glaube, es ist am geschicktesten, wenn wir da über New Orleans gehen. Bogenschütze. Den schicken wir zurück, der soll auch ein bisschen als Begleitung firmieren. Caguana wurde besiegt. Chichen Itza wurde von Simon Bolivar gebaut.
So, warum? Warum baut Vietnam schon wieder so eine richtig sinnlose Stadt? Also es ist ja schön, dass Vietnam so sinnlos spielt, aber sie haben hier eine Stadt gebaut, die natürlich sofort Loyalität verloren hat. Diese Stadt hat sich England angeschlossen. Das heißt, Vietnam spielt gerade eigentlich für England. Das ist ja ganz nett, so die Solidarität mit den Schlechtesten. Wir sind übrigens bei Kultur auf Platz 3 inzwischen vorgedrungen. Oder bei, ja, genau, beim Kultursieg, also mehr oder weniger bei Tourismus. Ist natürlich schon heftig, was Batrieu hat, ne? Also sie hat jetzt schon 20 Auswärtstouristen. Richtig, richtig stark. Wer ist denn da eigentlich so die Hauptkonkurrenz für sie? Wir sind da immer noch ganz unten, sozusagen. Das heißt, wir müssten 180 Touristen bekommen, die nur 73. Also eine Batterie auszulöschen wäre dann schon auch irgendwie sehr, sehr attraktiv für uns auf jeden Fall. Haben wir denn auch die offenen Grenzen da überall hin? Wir können probieren, solche großen Werke uns natürlich auch zu handeln. Wir können sie probieren zu stehlen, aber wir können sie auch probieren zu erhandeln. Okay, das würde sie auf keinen Fall machen, aber sie würde uns vielleicht, eins würde sie uns vielleicht nochmal geben, da müssen wir mal schauen. Aber wir gucken jetzt erstmal hier nach. Lager und Hafen bauen wir gerade nicht. Aber es gibt, glaube ich, auch nicht so wirklich bessere Sachen, die ich gerade sehe. Nee, sehe ich nicht. Das Wunder ist fertig gebaut, das heißt, die Karte kann raus. Der Siedler bleibt natürlich drin. Aber die Handwerker sollen rein. Die Spione können auch raus, denn die sind ja auch erstmal fertig. Wobei natürlich mehr schnellere Spionagemissionen kann man auch immer mitnehmen. Also 25% schneller, aber es ist jetzt auch nicht so wichtig. Was gäbe es denn noch für gute Sachen? Militärischen Bereich sehe ich jetzt nicht so viel. Wir könnten auch kulturell unseren Nachbarschaftsbonus erhöhen. Wo ist er denn hier für den Theaterplatzbezirk? Allerdings haben wir aktuell noch nicht so viele Theaterplätze, als dass dieser Bonus so extrem reinhauen würde. Mehr Kultur würde uns aber natürlich trotzdem auch voranbringen und natürlich auch schneller in Richtung der Karten bringen, die wir ja haben wollen. Meine, man könnte alternativ auch überlegen, hier so große Künstler irgendwie zu generieren oder große Schriftsteller. Denn wir wollen die ja bekommen, bekommen sie aber aktuell noch nicht. Andererseits, wir haben auch noch keine Kunstmuseen. Ich glaube, es ist fast sinnvoller, wenn wir da irgendwie probieren, in der Kultur vorzukommen und dann vielleicht doch tatsächlich den Nachbarschaftsbonus hier erhöhen für die Theaterplätze. Natürlich, das ist natürlich auch nicht so schlecht, mehr Wachstum auf fremden Kontinenten, aber es sind auch nur 15%, also ein kleines bisschen schneller. Es lässt sich so Verschiedenes, finde ich, rechtfertigen. Es lässt sich rechtfertigen die Ästhetik, wobei wir die Theaterplätze jetzt erstmal fertig bauen müssen dafür. Wir haben ja, ich glaube, nur einen bisher, aber wir haben ja zwei, die wirklich, glaube ich, gebaut werden und ein dritter noch, der gebaut wird, wenn der Staudamm fertig ist. Und die haben alle ziemlich gute Nachbarschaftsboni. Das heißt, da kommt schon ordentlich an Kultur nochmal was dazu. Ja. Machen wir so. Genau, wir haben jetzt 10, also 10% mehr Kultur sozusagen. Ich schau mal, was wir hier für Vorteile nehmen können. Archäologisches Museum bauen, okay. Das könnten wir vielleicht schaffen. Die Astronomie erforschen. Wo ist denn die Astronomie? Die wäre hier. Das dauert 10 Runden. Aber wir wollen ja direkt dahin gehen. Deswegen glaube ich, dass wir diesen Vorteil jetzt noch gar nicht mitnehmen können. Fischerboote würden mehr Produktion bekommen. Nee, ich will, glaube ich, direkt hier weitergehen. Es sind auch ganz nette Politikkarten mit dabei, weil diese Sachen sind einfach zu wichtig für uns. Die brauchen wir unbedingt. Da können wir die anderen Sachen jetzt doch noch ein kleines bisschen vernachlässigen hier. Ja, ich meine, es ist auch nicht so schlecht. Ne? Mehr Wunderbau und mehr Handwerkerproduktion, auch ganz nett. Trotzdem, ich würde es dabei belassen. Ja, machen wir hier den Staudamm.
Wir bauen den Siedler in der Hauptstadt. Einen Handwerker bauen wir da. Genau hier bauen wir eben diese Theaterplätze und die bringen ordentlich Kultur, wenn sie fertig sind. Und den haben wir ja auch noch. Und in Washington, da haben wir ja einen richtig starken Theaterplatz, den können wir uns hier nochmal angucken. Genau, da sehen wir es. Plus 6 Nachbarschaftsbonus und durch diese Verdopplung hat er eben plus 12. Andererseits hat er leider noch keine Gebäude drin. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das müssen wir mal gucken. Ah, es wäre schon wirklich wichtig, dass wir irgendwie vielleicht einen Siedler hier hochsetzen. Ich denke, die Gegner kommen auch gar nicht so einfach dahin, weil halt doch einiges an Barbaren auch da sind, die da ordentlich Ärger machen müssen, machen. Das Problem ist natürlich, dass die Barbaren auch uns richtig, richtig Ärger machen, wenn wir dort sind. Wir gehen ein bisschen besser damit um als die KI, das auf jeden Fall. Aber trotzdem wird es nicht ganz so einfach, sich dort niederzulassen. Müssen wir mal gucken, was wir da schaffen können. Es kann auch sein, dass es ein Reinfall wird. Das werden wir dann sehen, weil wir haben schon gesehen, da sind ja auch Kavallerieeinheiten. Wir haben ja da vergleichsweise noch sehr, sehr schwache Einheiten. Aber wenn wir vielleicht auch Armbrustschützen dann hinstellen, dann könnte das gehen. Die müssten wir dann halt mal aufwerten. Da müssen wir dann mal die Goldpolitikkarte auch reintun, dass wir die Einheiten aufwerten wollen. Mal gucken. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und ja, ihr seht ja, wir kommen Schritt für Schritt voran. Und Vietnam geht uns aber auch Schritt für Schritt immer weiter voran. Mal gucken, ob wir dranbleiben können. Bis dahin.